Freunde, herzlich willkommen zurück zu Harry Potter, dem vielleicht letzten Part schon meines Let's Plays. War ja ein ziemliches kleines, kurzes Let's Play mit dem jetzt 16. Part. Mal gucken, ob wir es heute schon schaffen. Ich kann mich nicht bewegen, ich auch nicht. Diese Pflanzen haben sich um unsere Füße gewunden und irgendwie fehlt mir voll die Musik. Das müssen Teufelsschlingen sein, ich habe schon mal etwas über sie gesehen. Mach Licht oder Feuer, Harry! Oh, da ist die Musik und die ist ein bisschen laut. Dam, 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 dadeldadam. Erstmal kriegen wir voll aufs Maul von irgendwas. Und, ouch, what the fuck, das war der Angriff der großen Schlingpflanze. Ihr habt's gesehen, 60 Damage. Aua. Ich sag nur nicht umsonst, die Gegner sind nicht übel. Ich werde gleich ein Incendio-Tria auspacken. Burn! Knacks! Und das hat auch Gott sei Dank gereicht. Die kleinen Dinger machen ja nicht so viel Damage. Irgendwie sehe ich von denen immer gar nicht, wie greifen die eigentlich an? Die bewegen sich immer bloß so ein bisschen. Und dann irgendwie knacks auf einmal. Na gut. Hier reicht ein Uno, vielleicht, eventuell, einfach mal testen. Bam! Burn! 119 Critical. Dam, 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 und Burn! Weggeburnt, du alte Sau. Okay, der lebt noch. Mal gucken, was noch macht. Noch Damage gegen die, bestimmt das hier. Bam! Okay, das nicht. Macht nur Incendio gegen die Damage? Ich weiß echt nicht mehr. Bam, flappt das auch nicht. So, das kann ich noch ausprobieren. Einfach mal aus Neugier, um euch... Genau, damit ich euch zeigen kann, was könnt ihr denn gegen die Gegner machen? Und ihr habt es gesehen, jede Menge Experience. 340, what the fuck, das ist nice. Danke, Harry. Sie haben mir aber ja die ganze Luft aus dem Körper gepresst. Lasst uns weitergehen, Snape hat schon einen Vorsprung. Oh, hier sind noch mehr Gegner. Kann man gegen die echt noch kämpfen? Oh mein Gott, was erwartet mich hier? Irgendeine Schlange. Toll. Sehr lame. Dam, 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 dam. Oh, 82 Critical und die lebt noch. Aber nicht mehr wirklich sehr dolle lebend. Ihr wisst schon. Bam, tschüss, down. Gehe ich dafür auch nochmal richtig gut Experience. Super Mega Taubauertrank und 60 Erfahrung. Na gut, okay. Sickle braucht man hier nur wirklich nicht mehr. Ich hätte gerne noch das nächste Level, dass ich da voll bin. Das war echt nice. Oh, eine lila Fledermaus. What the fuck? Ist die wie Gil mutiert? Creepy. Vermilius Tria. Bam. Schwing, 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 schwing. Boah. 120 Damage. Geil. So, der wäre down. Okay, die gibt herzlich wenig Erfahrung. Oh, Mann. Komm, Freunde. Ich werde jetzt noch ein nächstes Level versuchen. Ich glaube, bei 16 Part hat man jetzt keinen Grund, sich extrem zu beeilen. Wenn es ein Part mehr wird, wird es ein Part halt mehr. Ist ja auch nicht so wild jetzt. Dam, 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 dam. So, mal gucken. Kann ich ja vielleicht den hier noch leveln? Hehehe, ich hätte nämlich den gerne noch auf Trier-Stufe. Das wäre irgendwie very nützlich, ne? Da, dam, 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 da, dam, da, da, dam, dam, da, dam, 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 da, dam. Gut, kann man auf jeden Fall schon mal einsetzen. Macht gut Damage immerhin. Und die hingegen eigentlich kaum Damage. So, hier nochmal nach da raushauen. Bam. Oh, Mann, daneben. Ich will nicht so viel MP verschwenden, obwohl mein Level-Up mich sowieso wieder voll heilt, also... Easy going, das ist glaube ich das Beste an dem Spiel, dass wenn man Level-Up kriegt, bam, ist mir aber voll eiskalt. Da haben die Gegner schlechte Karten gegen. Bam, 30 und tschüss. So, mal gucken, Level-Up. Ui, Quali-Arbeitskleidung geschenkt bekommen und immer noch kein Level-Up, what the fuck. Oh, what? What the hell? Das war so nicht abgemacht. Das war so nicht abgemacht. Hahaha, voll in der Insider. Den gerade sowieso keiner kapiert hat. Bam, Hyperwave. Alle drei auf einmal. Badam. Cooler, lustiger Grafikfehler. Zuckt da unten so ein bisschen creepy. Aber es macht ordentlich Damage, muss man mal sagen. Allerdings die auch. Es prügelt ordentlich rein. Hehe, ouch. Okay, die Ratten brauchen ordentlich Damage. Fledermaus ein bisschen weniger, aber die kriegt auch weniger Damage ab. Bam, badam, dum, dadel, dadem, Hyperwave. Und die eine trifft nicht. What the fuck, warum nicht? Autsch. Die treffen aber auch immer irgendwie. Ist ja fies. Nochmal, Hyperwave. Ist gerade am besten, um die Viecher da down zu kriegen. Ich weiß, ich könnte theoretisch bestimmt noch den Verdimilius ein bisschen leveln. Aber ich weiß nicht, wann kriege ich die Tria. Leider gibt es irgendwie keine Fortschrittsanzeige, die sagt, ja, noch ein paar Mal zaubern und dann hasse oder so. So ähnlich dem Waffenlevel bei Fire Emblem fällt mir jetzt mal als Beispiel ein. Ja, das reicht für ein Level Up. Juhu. So.
Quali-Arbeitsteilung habe ich sowieso schon. Was Stärkeres habe ich offenbar irgendwie nicht, denke ich. Das ist sowieso der stärkste Handschuh. Hier habe ich keine Alternative mehr. Ich dürfte also soweit ausgerüstet sein, hoffe ich. Also, geht's hier nicht oben links rein? Hallo? Huhu, wo geht's hier weiter? Ah, da oben. Alle gucken so um. Vögel, tausende Vögel. Sie werden uns möglicherweise angreifen, wenn wir versuchen, den Raum zu durchqueren. Das sind keine Vögel. Das sind geflügelte Schlüssel. Episch, wer hat sich sowas ausgedacht? Und nun muss ich ein kleines Minispiel absolvieren, weil... Verschlossen, einer dieser Schlüssel muss in dieses Schloss passen. Aber welcher? Der da ganz oben sieht anders aus als die anderen. Meinst du den goldenen, der zwischen den allen den silbernen fliegt? Eigentlich ist der im Spiel voll der alte Schlüssel. Ja, aber genau den. Vielleicht können wir mit ihm die Tür öffnen. Du solltest nach oben fliegen und ihn holen, sonst kommen wir nie durch diese Tür. Ich habe meinen Besen aber nicht dabei. Nimm meinen. Er ist zwar nur ein Besen für Anfänger, aber wir haben keine andere Wahl. Du bekommst Komet 260. Und jetzt versuchen wir ein neues kleines Minispiel machen, was gar nicht so einfach ist. Autsch, da. Ich versuche mal am Rand hoch zu fliegen. Och, Mann. Das Spiel ist nervig. Yeah, jetzt, Mann, Mist, nein. Ja, flieg bis nach oben durch. Nein, 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 nein. Oh, da. Mann. Jetzt, ach, da ist er. Ich hab ihn gleich. Mann. Alter, lass mich in Ruhe, du grüner Schlüssel. Oh. Jetzt, oh, zack. Nein, nein. Ha, gegrabt. Ich hab den Schlüssel, lass uns gehen. Die Szene war im Film richtig cool, finde ich. Oh mein Gott, und jetzt wird's ziemlich episch, denn ihr kennt mit Sicherheit noch das Schachspiel. War zwar im Film ein bisschen anders, wir müssen jetzt hier einzeln gegen die Figuren kämpfen. Die Schachfiguren sind aber riesig. Die meisten von ihnen stehen nicht auf dem Schachbrett. Das sieht mir eher nach einer Falle als nach einem einfachen Schachspiel aus. Diese Schachfiguren sind groß genug, um jemanden zu verletzen. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ach, du auf die Königin, sie ist die mächtigste von allen. Oh mein Gott, das Pferd kommt auf uns zu. Ich finde cool, dass sie jetzt hier richtige Schachfiguren ziehen. Denn der kann sich aber nur in eine Richtung bewegen und dann zwei Schritte in die nächste. So, die Frage ist natürlich, was ist jetzt gegen den effektiv? Ich werde mal erstmal den ausprobieren, den ich leveln will. Bam! Ja, okay, das geht. Für ein Duo ist das jetzt allerdings nicht sehr viel, muss ich sagen. Ich gucke lieber mal, was der Trier ausrichtet vom Vermilius. Bam! Twing, twing, twing! War auch nicht viel mehr. Der scheint sehr resistent. So, dann versuchen wir mal Flipendo, ob der irgendwas bringt. Ja, so gut wie gar nichts. Toll. Ach, nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Incendio. Der trifft dich hart. Burn! Naja, doch, ein Trier könnte ordentlich Schaden machen. Ich habe ja jetzt nur den Uno benutzt. Aber ich versuche mal, den Verdimilius zu leveln. Bam, 26 Damage. Man kriegt auch unter Umständen echt geiles Equip von denen, was man so nicht mal kaufen kann. Also es ist extrem mächtig am Ende. Auch wenn es einem Bewegung klaut, aber das ist mir relativ egal, weil meine Gegner fangen meistens sowieso an. Harry ist nicht der Schnellste, ne? Autsch, voll auf den Kopf immer, voll mies. So, Verdimilius Uno. Du Pferd wirst mich nicht besiegen. Okay, ich treffe nicht, toll, danke. Das untermauert meine Autorität. Du kommst zu spät. Wir sind zu stark. Und down. Wir haben das Hottie down gekriegt. Und kriegen irgendwie kein Equipment. Toll. Super. Oh mein Gott. Der nächste. Der Turm. Der kann immer nur geradeaus laufen. Ja, ich kann tatsächlich so ein paar Schachregeln. Haha, wer hätte es gedacht? Flipendo. Okay, das ist es nicht. Tor! Der macht aber irgendwie auch kein Damage. Vermilius Uno. Ich vergleiche mal die ganzen Unos miteinander, um rauszukriegen, welcher da am besten ist. 14. Aber der macht nur 10 Damage. Das ist ziemlich harmlos. Verdimilius. Bam. 14 ebenfalls. Die sollten also gleich stark sein, ungefähr. Versuchen wir noch den Incendio, um mal zu gucken, ob... Also der ist sowieso insgesamt, glaube ich, auf Uno-Stärke ein bisschen höher. Ja, definitiv. Ich würde aber gerne den Verdimilius leveln. Na egal. Kommt, ich glaube nicht, dass wir den sowieso jetzt noch in den letzten Bossfights hier kriegen. Also, der Incendio daneben. Pff, fail. Es ist scheiße, wenn dein stärkster Zauber mit 30 MP daneben geht. Das frisst ordentlich an den MPs. Bam, burn. Den sehen wir irgendwie gerade nicht. 78 Damage ist nicht wenig. So, den Rest mache ich jetzt aber so. Einfach aus Prinzip.
Vielleicht habe ich ja Glück und es ist nur noch ein einzigen Ventimilius entfernt. Wovon träume ich denn? Und da haben wir ein des Equipment, den Optimum-Hut. Ah, pass auf, Harry! Boah, voll rennen. Aber er hat die Königin irgendwie davon abgehalten, uns zu vernichten. Aber nun kommt noch der König. Zeit, ihn Schachmatt zu setzen. Der sieht voll hässlich aus. Gut. Frage ist, was bringt's? Wir versuchen erstmal den hier. Och ja, 15 geht. Autsch, 21 Damage ist nicht wenig. Allerdings halte ich das eine ganze Weile aus. Wir haben mittlerweile nicht mehr so wenig MP. Okay, das bringt gar nichts. Da 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 da. Verdimilius. Okay, der bringt auch nichts. Scheint so, als wäre Incendio der Einzige, der überhaupt funktionieren würde. Wir können nochmal den Incendio probieren. Aber Flipendo scheint der Einzige Effektive zu sein. Okay, daneben, das wissen wir jetzt nicht genau. Ich versuch's nochmal, ich bin neugierig. Also, außerdem will ich euch, wie gesagt, zeigen, um zu wissen, gegen welchen Gegner kommt ihr mit welchen Zaubern gut an. Das hat zwar vielleicht nicht das gesamte Let's Play über geklappt, aber in manchen Gegnern fällt schon, denke ich. Und habe ich schon wieder gerade nicht getroffen, Alter? Incendio Uno! Okay, der hat auch keine Wirkung. Toll, hätte ich mir sparen können. Gut, dann würde ich sagen, einmal Twisting Mode! Voll gesoffen. Eigentlich dürfte das jetzt gar nicht mehr treffen. Flipendo Tria. Bam, Hyperwave. 33 Damage, das ist doch nice. Allerdings hält er das eine ganze Weile aus, muss man zugeben. Und nochmal Hyperwave. 33, aber das ist jetzt nicht so viel. Also hätten wir noch mehr Stärke, würden wir jetzt natürlich mehr Schaden machen, aber... Ich glaube, Level 45 ungefähr dürften wir jetzt sein. Oh, 63 Critical, der ist nice. Autsch, voll schwer auf dem Kopf, auch voll mies. Oh, gewaltverherrlichende Spiele! Hyperwave. Verreckt er jetzt mal endlich. Oh, der lebt ja immer noch 2 Critical sogar noch. Flipendo Uno, los, töt ihn! Ach, reicht sogar. So, dann hätten wir den nächsten Boss geschafft. Und den Zauberstab-Handschuh bekommen und massig Erfahrung. Wir haben sogar 2 Level kassiert. Guckt's euch an, wir kriegen super Werte. Oh nein! Wie geht es Ron? Ich glaube, er ist so weit in Ordnung, aber er scheint bewusstlos zu sein. Ich glaube, wenn ich so ein riesen Ding an den Kopf kriege, würde ich auch bewusstlos. Wir können jetzt nicht auf ihn warten. Ich kann ihm nichts mehr geschehen. Komm, wir gehen in den nächsten Raum. Einfach so zurückgelassen. Oh, voll mies. Einfach zurückgelassen. So, wir gucken mal, was das neue Equipment bringt. Einfach mal vergleichen. Mit dem Zauberstab-Handschuh, den wir gekauft haben. Guckt es euch an und guckt euch das an. What the fuck? Mehr Stärke, mehr Verteidigung, nicht unbedingt gut. Mehr magische Stärke, mehr magische Verteidigung. Und das, obwohl das andere Ding schon so viel Knete gekostet hat. What the fuck? Einfach episch. So, das gleiche machen wir mit dem Kremphut. Einmal das und einmal das. Oh mein Gott, das ist episch. 8 mehr magische Stärke, 2 mehr magische Verteidigung, 6 Verteidigung mehr und 12 KP noch oben drauf. Einfach nur epic. So, hier habe ich nichts weiter, was ich anziehen kann. Ich glaube, kriegen wir jetzt irgendwie noch einen Bossgegner, wovon dem wir equipen können. Ich weiß es echt nicht mehr. Ein Troll, nicht schon wieder. Hab keine Angst, ich glaube, er ist schon K.O. Sieh nur die eklige Beule auf seinem Kopf. Voll mies. Ist nicht das Einzige, was an seinem Kopf eklig aussieht. Voll mies. Und kriegen wir an dem nicht noch sogar irgendwas geschenkt? Du bekommst super mega Power, einfach so aus der Hose gezogen oder keine Ahnung. Voll eklig irgendwie. Und was machen wir jetzt? Hagrid sagte, dass verschiedene Professionen für den Schutz des Steins gesorgt haben. Sprout war sicher für das Teufelskraut zuständig. Flitwick hat die Schlüssel verzaubert und McGonagall hat die Schachfiguren verwandelt. Als nächstes treffen wir wahrscheinlich auf Snapes Werk. Ich wette, wir müssen einen Zaubertrank zubereiten. Und da hat er recht. Wofür soll das gut sein? Keine Ahnung, vielleicht schützt der Zaubertrank vor Feuer. Wir müssen es herausfinden. Denn hinter uns... So wie... Wir können trotzdem irgendwie reinlaufen. Ja. Ja, nicht sehr überzeugend, ich weiß. Aber auch hier ist Feuer. Und da kommen wir nicht durch. Also müssen wir ein neues, kleines Minispiel machen. Ein ziemlich cooles Minispiel, was mich so ein bisschen an alte Zeiten erinnert. Wähle die richtige Kombination aus Kesseln und Zutaten aus, um die Zaubertrankaufgabe zu erfüllen. Drücke Kontrollpad auf und ab, um eine Auswahl zu treffen. Drücke Kontrollpad rechts, bla 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 bla. Das Spiel kennen einige vielleicht unter dem Begriff Mastermind. Keine Ahnung, ob das jetzt dem einen oder anderen was sagt. Ich erklär's mal, also wir müssen uns jetzt hier unter 4 Kombinationen, ich mach mal ein Stück leiser, die Musik ist voll nervig und passt gerade irgendwie völlig zur Bossstimmung. Wir können jetzt unter diesen selbstrührenden
und dem großen schwarzen Kessel. Wir können uns unter den vier Sachen jetzt vier Dinger aussuchen. Besorastein, bla bla bla. Und wir müssen rausfinden, welche der Kombinationen gebraucht wird, um, naja, wie sagt man das sagen, um einfach die vierstellige Kombination rauszufinden. Deswegen mache ich mir erstmal das hier, also erstmal alle Einer, alle Zweier. Gut, wir sehen schon mal, bei dem Zweier ist nichts dabei. Der schwarze Punkt in der ersten Reihe bedeutet, dass einer der Gegenstände dabei ist. Ich glaube, sogar an der richtigen Stelle wird angezeigt. Ich bin mir echt nicht sicher. Also ihr seht, schwarz einmal, in der dritten ist einmal dabei, dann dürfte in der vierten noch zweimal dabei sein. So, dann versuchen wir mal das und das und dann das aus der zweiten, weil wir ja wissen, dass das nicht existiert. Gut, die sind es schon mal nicht, das heißt, es müssten der und der vielleicht sein. Und dann nehmen wir nochmal das aus der zweiten Reihe, was nicht funktioniert. Nämlich, nee, warte mal, wir haben gerade das und das genommen. Das funktioniert nicht. Achso, es ist ja alles aus der zweiten Reihe falsch. Hä, das auch nicht? Hm, okay, dann müsste es das sein. Und nee, halt, Moment. Aus der dritten und dritten und aus der ersten ist eins richtig. Heißt das und das. Dann ist das und das falsch und dann müsste beiden aus der vierten Reihe sein, also das und das. Und damit habe ich meine Combination complete. Oh yeah. Also, um es jetzt nochmal zu erklären, pass auf. Also, der schwarze Punkt in der ersten Reihe sagt, dass 1 in der ersten Reihe richtig ist und so vorhanden ist. Also, man kann ja hier keine Kombination mit Farben machen, wie bei Mastermind. Es hat nur eine ähnliche Struktur. In der dritten Reihe sehen wir, dass aus dem dritten Auswahlbereich, also der Messingkessel, zwei Hornhorn, Schlangenzähne und, ich glaube, das ist Eisenhut, ich bin mir echt nicht sicher, dass das da eins richtig ist und aus der zweiten ist gar nichts richtig. Das heißt, wir müssen daraus resultieren, dass aus der zweiten Reihe zwei richtig sind. Heißt, man muss nur rausfinden, was aus der ersten dabei ist und aus der dritten und dann kann man die letzten zwei Plätze durch die vierte Reihe auffüllen und schon hat man das Ganze gemacht. Das ist ein ziemlich lustiges Spiel, muss ich sagen. Der Zaubertrank reicht nur für dich. Geh du weiter, dann kümmere ich mich um Ron und hole Hilfe. Viel Glück, Harry. Du bist ein sehr guter Zauberer. Ja, total. Eigentlich habe ich mal die Filme beobachtet. Eigentlich kann Harry nichts Besonderes außer gut mit dem Besen fliegen. Hm, creepy, oder? So, wir sind gut ausgerüstet. Ich werde noch die letzten 21 KP tatsächlich heilen. Gucken, ob wir noch irgend so ein Fresszeug? Mal gucken. Wäre jetzt genau das Richtige. So einen schönen... Guck mal, wir essen mal einen Huhn. Ja, ein rohes Huhn. Wir sind ja keine... Ach nee, die Asiaten, also die Chinesen, gerade die... na, ihr wisst schon, die Japaner fressen ja rohen Fisch. Das ist ja was anderes, ne? Wo wir gerade beim Thema sind übrigens, ne, ich hab nichts mehr, gut, dann nehme ich den normalen Mega-Power-Trank. Wo wir gerade beim Thema rohen Fisch sind, einmal habe ich auch mal schon mal rohen Fisch gegessen im Sinne von Sushi und zwar auf der Leipziger Buchmesse, da war ich nämlich mal einmal. Aber gut, jetzt einmal hier durch. Und, oh mein Gott, ich hatte gehofft, dich hier zu treffen, Potter. Ich dachte, ich würde hier auf Snape stoßen. Es kam mir immer so vor, als würde er mich hassen. Ja, das tut er auch. Er hat auch deinen Vater gehasst. Die beiden waren zusammen in Hogwarts. Und, ja, Harrys Vater war nicht fein zu Snape, weil Snape so ein bisschen die Nerdrolle in sich hatte. Ich habe sie aber zusammen mit Snape gesehen. Wenn er also nicht hinter mir her war, dann muss er hinter ihnen her gewesen sein. Ja, das war ja auch. Schade, dass Fluffy ihm nicht ein Bein abgebissen hat. Wow, voll bösartig, als er mich das erste Mal erwischt hat. Aber wenn er es nicht war, der sie bedroht hat, wer dann? Mein Meister. Er muss mir manchmal drohen. Er ist so stark und ich bin schwach. Er ist hier in Hogwarts mit ihnen? Er ist immer bei mir, Harry Potter, für dich. Gefesselt, einfach so. Du bist viel zu laut, Potter. Ich werde mich um dich kümmern, nachdem ich mir diesen interessanten Spiegel angesehen habe. Ich glaube, er wird mich zum Stein führen. Ich sehe den Stein, aber ich verstehe nicht ganz. Befindet er sich im Spiegel? Was tut dieser Spiegel? Hilf mir, Meister! Nutze den Jungen! Voll die creepy Stimme. Ja, Potter, komm her, sag mir, was du siehst! Oh, wir wurden befreit. Voll der falsche Fehler irgendwie. Und wir sehen genau... Voll so zugezwinkert. Ich habe ihn gewonnen. Ich habe es geschafft. Was? Ich sehe mich selbst mit dem Quidditch-Pokal. Er lügt! Der Stein ist in seiner Tasche! Oh mein Gott! Dö-düm-dö-düm, voll die epische Mucke. Oh, Tor! Gut, ihr habt gesehen, sein Vermilius Trier-Move hatte irgendwie kaum eine Chance gegen uns. Im nächsten Part, Freunde, werde ich den Bossfight erledigen, in den Abspann gucken und dann wird das Let's Play beendet. Schaffe ich den Boss? Das alles sehen wir im nächsten Part. Bis dann wieder mal, macht's gut, haut rein und tschüssikowski. Ciao.